Schön, dass ihr wieder oder immer noch da seid. Ich hänge immer noch im Bereich des Seth. Mit meinen Flakons war ich bisher noch nicht am Limit angekommen. Allerdings bin ich ein bisschen. Ich stehe vor einem Rätsel, auf dessen Lösung ich noch nicht komme. Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel, dass ich wirklich Probleme habe zu wissen, wo will ich hin, wo muss ich weiter, was ist der große Plan hinter diesem Gebiet. Schlonk. Mein Plan jetzt ist es erstmal wieder den großen Prügler auszupacken. Und dem hier eins auf die 12 zu geben. Awesome. Ja, und die Treppe ist doch falsch rum. Ah! Ich verstehe. Wenn ich die Treppe drüben drehe, dreht sich die Treppe hier auch. Aua, unnötig. Ich will nur runter. Leute, ich möchte nur runter. Lasst mich mal bitte durch. Nee, nee. Wow, ja. Lucky. Einmal Reset. Ja, genau. Was? Ha! Weil der noch geschossen hatte, währenddem ich mich hingesetzt habe, vermute ich. Ein blauer Brocken. Der Pfeil zeigt, wo es hingeht, nach oben. Ich möchte einmal diesen Gold, das Goldgolem da hinten. Dem möchte ich jetzt nochmal einen Besuch abstatten. Den würde ich gerne verprügeln. Ja, und den, der mich hier verfolgt, auf jeden Fall auch. No! Nein, 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 nein. Oh, hier sind zwei. Da ist noch einer. Shit. Oh, der stirbt nicht aufs Erste. Okay. Macht das hier Sinn? Wo bin ich hier? Ja, komm du mal her. Nee, nicht, ich will nicht gegen zwei von euch kämpfen. Einer reicht. Und den goldenen hätte ich gerne.
Aua. Uncool. Nein, das war schlecht. Okay. Ich will mal kurz an den Abgrund schauen, was hier ist. Was ist das hier? Hier geht's ja noch weiter. Kristallhöhle. Aha. Aha. Okay, ich hab jetzt wieder einen Plan. Nice. Aber trotzdem will ich den Goldjungen da mal killen. Super. Okay, alles klar. Danke. Autschi. Sehr gut. Hä? Hey! It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Oh, have you seen my father? Yeah. You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if you'll just stay put and keep out of trouble. Thank goodness. Well then, now if you'll just... Okay, also... Da es sich bei dem Boss um einen kristallenen Schleuderer handelt und es hier in eine Kristallhülle geht, liegt die Vermutung nahe, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. Ach, das ist Mist. Ich meine, die sind mit der Drachenkeule, sind die fast One-Hit. Vielleicht muss ich sie nochmal leveln, aber ich habe, glaube ich, nichts, um die Drachenkeule nochmal zu leveln. Hier sind noch mehr von diesen Mondlichtschmetterlingen. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Wie soll ich denn da rankommen? So nicht.
Ha. Ah. Okay. Ein Weg ist voraus. Oh Mann. Nochmal so ein goldener. Der klatscht mich halt. Aber hier ist doch auch ein Weg. Er ist runtergefallen, lol. Nice. Boah, Leute, ey. Okay, das ist Loot. Das hier ist der Weg zum Loot. Aber nicht zum... Ah, er kennt den Weg. Oh, Scheiße. So ein Mist. Ich dachte, er fällt jetzt da einfach runter. So wie der andere. Ja, Hoffnung war da. Sheet. Großer Sheet. Mist. Ja, der Drachenzahn, der bringt hier schon eine andere Dynamik rein. Was liegt da hinten? Nochmal irgendeine Kriegerseele oder sowas. Kristallstulpen und Helm und Gamaschen, okay. Ah, Leute, 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 was gibt ihr mir hier alles? Noch eine sehr leichte Rüstung. Kanalisierer. Von Magie durchtränkt. Lol. Eine Schatzkiste ähnelnder Monsterkopf. Dieser einstmalige Gott gilt als Schandsymbol eines vergessenen Clans, der verbannt wurde, da er die Sünde der Habgier schuldig war. Verbessert leicht die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen. Ja, nee, wollen wir nicht. Wo ist der Kristall? Da. Kristallisierter Helm, getragen von einem hohlen Ritter, der teilweise kristallisiert war. Die Macht der Kristalle gewährt einen hohen Verteidigungswert. 25. Relativ leicht mit 4,2, ne? Für das, was sie gibt.
Was? Das war kein Treffer? Da oben liegt noch mal was. Nee, das ist nur so ein Kristallding. Okay, vergessen wir das. Jetzt weiß ich auch, warum man Sif töten muss. Weil die den tollen Ring gibt. So, Kollege Blaubacke. Komm mal her, du. Ich vermute mal. Ach so! Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich an den Weg komme. An den Loot komme, der hier ums Eck liegt. So komme ich dahin. Menschlichkeit. Coolio. So, dann haben wir den Shit auch wieder. Jetzt ist die Frage. Ich denke, da unten war nur der Loot zu holen. Und ich muss in die Richtung weiter. Okay, das Spiel lässt mich nicht. Ja, doch. Gleich fällst du tief. Was ist das denn für eine Ansage? Ich will nicht tief fallen. Ah. Schweinerei. Ah. Was für eine Schweinerei. Nein, shit. Ich dachte, ich muss so ein bisschen rechts laufen an der Stelle. Kann ich hier irgendwie schneller an euch vorbei? Das wäre ganz cool. Jedes Mal gegen 5 von euch kämpfen, ist ein bisschen nervig. Auch an dem hätte ich einfach vorbeilaufen können, tatsächlich.
Hey! Nein, zwei von denen leider da gewesen. Schade. Oh, jetzt. Okay, zumindest die Seelen mal zurück. Ach, das ist doch eine miese Nummer hier. Nee, scheiße. Das kann man nicht richtig erkennen. Schade, das kann man wirklich nicht richtig erkennen, wo man da lang muss. Oh, sowas mag ich ja gar nicht. Bin ich gar kein Freund von solchen Dingern. Laufe ich an dir jetzt auch einfach vorbei? Ich probier's. Ist ein bisschen arschig da. Hey, die sind ja immer noch da. Ach Mist. Ja, jetzt sind sie weg. Okay. Blaue Scholle. Yep, das war nur Ludwig. Wo geht's denn weiter? Da hoch? Aber von da bin ich gekommen. Nein, aber da war doch Weg. Wäre zu einfach, den Weg zu sehen, ja. Ich habe jetzt verstanden, wo auf jeden Fall Weg ist, da wo diese Flocken quasi aufplatzen. Dort ist auf jeden Fall Weg.
Gibt's hier noch einen anderen Weg oder so? Nee. Ich bin wirklich gespannt darauf, wenn ich dann mal diesen ganzen eine Aufklärung kriege, was ich, wo ich falsch gelaufen bin und so. Wird mich wirklich interessieren. Oder was heißt falsch? So richtig falsch bin ich ja nicht, aber ob ich irgendwo was unnötig kompliziert gemacht habe. Ach, die beiden wieder. Ja, ich habe es wieder vergessen mit meiner Waffe. Brauche ich denen jetzt keine mitgeben. Oh, ein Stückchen können wir noch. So, hier geht's weiter. Ich weiß nicht so wirklich, wo ich hin soll. Ist das jetzt hier nur für... Ja, hier geht's nicht weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Laufe ich wieder in die Richtung, wo ich gerade gesagt habe, da geht's nicht weiter. Hier geht's wirklich nicht weiter. Da war ich. Jetzt bin ich wieder hier. Geht's doch da unten weiter. Aber das sehe ich irgendwie nicht. Ja, warte mal. Hier ist doch noch Weg. Da vorne ist Weg. Ist diese Nachricht ist ein Troll. Oh mein Gott. Die Nachricht ist ein Troll. Oh. Ihr seid doch, also... Wow. Warum? Man wird ja hier nicht genug gequält. Nee. Nee. Quallen.
Ich hau einfach drauf. Oh, was passiert? Nichts, die bleibt einfach so liegen. Okay. Oh, diese Keule ist halt echt, das ist gut, dass ich die genommen habe. Gerade hier bei sowas. Ich will nicht wissen, wie ich mich hier mit meiner Axt durchquälen würde. Oh, ihr seid ja zu dritt. Ach komm, weil es so schön war, gucken wir hinten in die Ecke auch noch rein. Nice. Okay. Ach, guck. Da bist du ja, mein Guder. Da bist du ja, mein Guder. Diesmal. Diesmal stehst du da nicht irgendwo offen rum, ey. Ich sehe rein gar nichts. Scheiße. Der, okay. Das ist seltsam. Nicht verfluchen, bitte. Scheiße. Oh Mann, ey, jetzt. Der hat sich geheilt. Der hat sich instant nach meinem fetten Schaden hochgeheilt. Uff. Zumindest kann ich ihn jetzt bekämpfen. Und der Weg ist jetzt nicht so weit. Und verflucht werden will ich aber eigentlich nicht. Okay, der ist runtergefallen. Habe ich kein Problem mit.
Warum hat der sich hochgeheilt? Oder wie? Ist wahrscheinlich die bessere Frage. So wahrscheinlich. So wird er sich hochgeheilt haben. Nicht getroffen. Yes, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach komm. Nee. Egal, der stirbt jetzt. Und ich habe das dumpfe Gefühl. Und so vom Spielen und was ich tun muss und so, das könnte der vorletzte Boss sein. Weil den Geist, die Geisterlady unten im Keller, keine Ahnung, was das für ein, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Geistertyp, in Neu-Londo, kriege ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr machen. Ich vermute, dass das ein optionaler Boss ist und dass ich diesen nicht mehr machen kann. Weil keine Wanderflüche mehr. Ist meine Vermutung, dass ich's verkackt hab. Hart verkackt. Ist das eine Anspielung auf meinen riesigen Drachenzahn? Der ist geil. Ich hab gedacht, ich muss mal von der kleinen Axt upgraden, so langsam. Und hab vorhin mal so einen großen Drachenzahn ausgepackt. Grüß dich, FA. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Mitmachen. Das klingt so, als wäre das irgendwie, als würden die sich so treffen zum... zum Spielen irgendwie. Drachenmilchzahn. Komm doch mal vorbei, kannst du mitmachen. Ist sein Glitzer hinten jetzt schon kaputt oder muss ich den noch kaputt machen? Ja, den muss ich noch kaputt machen, okay. Mist. Scheiße. Nein. Oh, das ist ärgerlich. Okay, ich dachte, ich kann diesem, kann dem vielleicht ausweichen. Aber ich denke, ich werde ihm in den Bauch hauen. In den Bauch. Bester Try bisher. Ich wusste, ja, jetzt, ich weiß, was ich machen muss. Und jetzt stirbt er. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich weiß ungefähr, wie sein, was er an Attacks hat. Wie sein Attack-Pattern aussieht. Ich weiß, wo ich hinlaufen muss.
Wäre cool, wenn ich meine Seelchen, wenn ich die, das sind 34.000, das ist schon ein bisschen was, die würde ich gerne mitnehmen. Eigentlich könnte ich für den Weg nach unten, bin ich schneller, wenn ich den wegpack. Nee, ne? Nicht wirklich. Oh, oh. Puh, wow, das war mal ein Sprung. Dass das funktioniert hat. Ah, der Weg zu ihm ist relativ flott, ne? Meine Seelen sind jetzt ein bisschen, die liegen jetzt ein bisschen blöd. Glaube ich. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht ganz so easy ran. Das war auch knapp. Scheiße, verflucht. Ich dachte, dass das gar nicht so lange geht. Ha. Ich glaube, ich scheiß drauf. Ich scheiß drauf. Weil ich das Gefühl habe, dass dieses Verfluchtsein schon nochmal verfluchen, doppelter Fluch, wird ja wohl nicht gehen. Und dann kann ich auch immer noch zweimal heilen. Also ich habe das Gefühl, das ist eine gute Entscheidung, hier auf den Fluch einfach mitzunehmen in den Kampf. Weil er wird mich ja nicht doppelt verfluchen können und ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, aber so viel Schaden hat doch sein Zeug gar nicht gemacht. Das war hauptsächlich der Fluch, der mir da auch ein bisschen Sorge bereitet hat. Aber theoretisch... Wir werden sehen. Wir werden es gleich herausfinden. FA wie war Sport. Ah, der wird selber am Zocken sein auch. Absolut verständlich. Thank you.
RimWorld beispielsweise oder rundenbasiertes Zeug, ja. Ha. Gut. Fluch doch nicht so geil. Es macht schon echt viel Schaden. Furchtbar. Ach so, ja, alles gut. Alles gut, ich muss erst mal sehen. Seelen schnüffeln. Wow, der kostet 6.000. Naja, kann ich ihn immerhin gleich zwei kaufen. Echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die einen anmotzen. Aber ja. Hui, da ist das Skelett geflogen. Wir haben noch eine Kleinigkeit, die wir auch noch machen können. Hey! Oh, hallo. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn? You're clearly talented, and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Splendid. I am pleased to have a chance to give something. Well then, let's. Er will, dass ich's kaufe. Oh, Seelenpfeil. Das klingt cool. Großer Seelenpfeil. Sturzkontrolle. Oh, okay. Zauberwaffe. Akustischer Köder. Ja, damit. Verstärkt Magie, verlängert die Dauer von Zaubern. Goodbye then. Do stay safe. Ey, ich hab deine Tochter gesehen. Oder bist du die Tochter? Hello again. Du bist die Tochter. Managing quite well, aren't we? But I haven't found my father yet. Have you? Really? I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. Sieht man doch, dass es die Tochter ist. Weiß ich nicht. Ich hoffe nur, ich kann mich jetzt zu diesem Leuchtfeuer teleportieren.
Ich hoffe, das ist der hintere. An den langen Haaren. Ich habe jetzt gar... Ja, das ist das richtige Leuchtfeuer. Perfekt. Let's go. Den Fötusflakon aufgefüllt und ich hätte mal gucken können, ob ich noch Materialien für... Für etwaige Verbesserungen habe. Gut, also, wie stelle ich es an, dass der Kollege da unten mich nicht mit seinem Unfug trifft? Bisschen weiter weg vielleicht einfach? Das ist der vorletzte Boss. Komm schon, ey. Das muss jetzt drin sein. Ich gehe mal davon aus, dass es der vorletzte Boss ist. Kann doch nicht sein jetzt, dass der mich jetzt länger aufhält als die meisten anderen. Die einzigen, die mich wirklich lange aufgehalten haben, waren Ornstein und Smaug. Das war eine ärgerliche Nummer. Vor allem, weil ich einfach die falsche Taktik gefahren bin. 3 Stunden lang habe ich versucht, sie beide runterzuklopfen. Dabei hätte ich erst einen easy platt machen können. Ich dachte, wenn ich beide runterklopfe, ist dann der nächste auch einfach down. Ich hätte es einfach von Anfang an... Ich habe im zweiten oder dritten Versuch war Ornstein einfach weg. Ornstein war easy zu killen. Mann, ey. Sehr, sehr ärgerlich. Ich bin zurück, ohne Fluch. Hallo. Okay, vorne dran am Bauch ist auch nicht der Weg. Raus aus dem Zeug. Wichtig. Shit. Nicht gut. Ja, immerhin haben wir uns im Aufstehen. Ach, jetzt bin ich hier. Ja, gut. Ja, gut. Nicht so wild. Ah, die Gute ist weg. Auf der Suche nach dem Vater. Wo habe ich denn das letzte Mal gesehen? Wo wird sie jetzt sein? Weil sie geht so ein bisschen, ich habe das Gefühl, sie geht die Orte ab, an denen ich den Vater
gesehen habe. Vielleicht ist er beim Schlangenschrein. Ja, absolut, ey, Ken. Das ist der absolute Hammer, ne? Aufstehen lassen, das lernt man schon in der Grundschule. Man tritt nicht in Leute rein, die am Boden liegen. Ich glaube, das war ganz okay. Ich muss ein bisschen Abstand halten, ab und zu mal ein Schlägerchen draufhauen. Was? Ich weiß den Fachbegriff für Angriffe mit tentakelartigen Körperfortsätzen nicht, aber er hat dich technisch gesehen nicht getreten. Ja, das stimmt wohl. Wieso liegt mein Zeug hier auf der rechten Seite? Seltsam. Was macht er? Was für einen Angriff planst du? Okay, diesen... No. Welchen jetzt? Komm, tu was. Nein! Oh. Weiter weg. Nein, schlecht, ganz schlecht. Okay. Yes! Bist du tot? Hab ich dich? Oder brauchst du noch eine? Er ist tot. Nice! Sehr schön! Gut! Und Chakapau! 100.000 Seelen! Wah, 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 wah. Entschuldigung. Und los geht's zum Herrschergefäß. Let's go. Machen wir den Boss heute auch noch, den letzten. Kommt der letzte Boss? Ich habe keine Ahnung. Ey! Du kannst doch nicht schlafen! Wach mal auf! Darf ich dem mit dem Zahn eine draufhauen, dass der aufwacht?
Ey, kannst du mal... Kannst du mal laut sein, Cray? Weck den mal auf. Warum pennt denn der jetzt? Ich will ihm nicht mit der Keule eins drüber hauen. Er war eigentlich ganz nett zu mir. Kann ich mich am Leuchtfeuer dahin teleportieren? Nee. Ich hau ihm jetzt mit der Keule eins drauf. No, no, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Jawohl. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ja. Very well. Then stay still for a moment. Er kriegt alles mit, aber das nicht, dass ich seine drei Dinger gekillt habe, die mich jetzt zum Herrscher machen. Die Handpuppe. Das sieht aus wie eine Sockenhandpuppe. Tut mir leid, aber es ist so. Wie? Ja, dann mach jetzt auf. Hä? Ja, der hängt da. Er hat doch gesagt, ich brauche drei Seelen. Ich hab drei. Hey, kannst du mir noch mal kurz aushelfen? I am pleased to see you well. Is it something urgent? The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked. As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann ihm Sachen verkaufen. Oh. Right.
Nimm alles. Sorry, das dauert jetzt einen Moment. Pickaxe, keine Ahnung, ey. Der Falkenschnabel ist jetzt, wo ich ihn verkauft habe. Okay. Das hättest du ja auch so sagen können. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie. Meine Lieblingswaffe, aber ganz knapp zwischen dem und einer noch nicht gefundenen Waffe. Okay. Na, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber behalten wir mal ein bisschen was. Von dem Zeug. Ach, guck mal, dem kann ich die Münzen verkaufen. Der gibt mir dafür relativ viele Seelen. Aber dem Rest bin ich mir nicht sicher. So. Jetzt habe ich aber immer noch ein Problem. Er hat mir doch drei... Er hat mir aufgetragen, drei zu killen. Das war der Seth, den ich gerade gemacht habe. Dann die Isalit, die mit mir den Boden aufgewischt hat, ist Nummer zwei. Und wo war ich vorher? Wo war ich vorher?
Nicht im Wald, das ist Quatsch. Da ist kein goldenes Tor aufgegangen gewesen. Ich hab sie halt auch schon abgegeben. Weil ich dachte, es bringt vielleicht was, eine abzugeben. Habe ich bisher nur zwei gemacht und nicht drei? Ich dachte, ich hätte drei gemacht. Muss ich doch zu den verdammten Geistern, aber ich kann die nicht mehr bekämpfen. Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch drei. Der Seth? Isalit Gedönse da unten beim Flammenzeug? Und was habe ich vorher gemacht? Nee, ich bin vom... Es könnte sein, dass ich... Dass noch einer fehlt. Hande. Aber ich kann die... Ich kann die Geister nicht mehr killen. Hier bin ich falsch. Ist es das? Oh, diese ekelhafte Stimme wieder. Soll ich mir mal sicherheitshalber Astoras Schwert plus 5 machen? Nee, lieber nicht. Ey, Ken, Alter. Ach so, Nito. Klar, Nito war der Dritte. Klar, ich hab doch drei gemacht. Nito, Isalit und Seth. Oder Said oder wie auch immer. Seat. Wo liegt dann jetzt das Problem? Es sind doch drei. Er hat mir drei aufgezählt. Und drei Tore sind aufgegangen. No, no, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. I am pleased. Is it? Ja, ich will da unten rein, aber es geht nicht auf. Farewell. Saftsack. Bei den Geistern kann ich nicht weiter. Keine Chance.
Hat sie noch irgendwas zu sagen? Hey. Was geht ab? Thou hast filled the Lord best. Ah, guck mal. Indeed a worthy successor thou shalt be. My patience was not for nil, I beg of thee. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the world's fire. We have only thee. Since the day father his form did obscureth, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn, and beseech thee. Succeed, Lord, a grave and arduous test of men. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and wir spürten die Wärme des Feuers, seinen Glanz und das Leben. Ohne Feuer bleibt nur frostige, fürchterliche Finsternis. Ja. Thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore. Eins mit dem Sonnenlichte sein. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde rumsuchen muss. Jetzt gucke ich nochmal darunter, weil... Sie hat jetzt gesagt, ich habe es gefüllt. Das Herrschergefäß ist gefüllt. So, das heißt für mich, es ist erledigt. Aber der Wurm hier. Aber der Wurm reagiert nicht drauf. Irgendein Mechanismus. Er sagt hier Mechanismus. Durch Vorrichtung verschlossen. Hallo? Vorrichtung? Wo bist du? Schade, hätte ja klappen können. Einfach mal draufhauen. Also hier geht's auch nicht woanders lang. I am pleased to visit. Blaue Scholle füttern. Ah, okay, wird blauer Brocken. Aha. Are you ready? Then.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es hier noch irgendwo was gibt, was ich nicht. Ob es hier irgendwie einen Hebel jetzt gibt oder so, den ich jetzt umlegen könnte. Habe ich irgendwas vergessen, was ich bereits irgendwie erfahren habe, was ich tun müsste? Oder ist es einfach irgendein random Bullshit, den man jetzt irgendwie können muss, angeblich? Ich werde ja nicht irgendeinen random Scheiß jetzt machen müssen, der mir einfach nicht gesagt wird vom Spiel, oder? Oh, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Da gucke ich jetzt auch noch mal hin. Eine Idee habe ich noch, wo ich noch nicht war. Ach ja, Mensch. Weißt du was? Nö. Hey! Ich hab noch eine Ecke, an der ich noch nicht war. Und wo ich wahrscheinlich auch noch weiterkomme. Bis gleich, Ken. Könnte ich eigentlich auch mal aufhören, Ken zu sagen und einfach Ken. Moment, laufe ich gerade richtig? Nein, ich laufe falsch. ich will woanders hin. Verdammte Axt. Ach Mann! Falsch gelaufen. Ich will ja ganz woanders hin. Gibt's da auch einen Teleport? Kann ich mich da schon irgendwo hin teleportieren? Ich weiß es gar nicht. Boah, ich glaube nicht. Nicht schon wieder den Aufzug runterfallen. Sven, grüß dich. Hi, schön, dass du auch noch kurz einschaltest. Allzu lange wird's hier nicht mehr gehen, wahrscheinlich. Ich bin gerade auf der Suche nach dem Weg. Und ich glaube, hier gibt's noch eine Ecke, an der ich noch nicht weitergelaufen bin. Hier hinten. Hier gibt's noch eine Ecke, an der ich nicht weiter bin. Jetzt hoffe ich komme an dem Dicken da vorbei. Ich war auch schon von der anderen Seite dorthin gekommen, dass ich nicht über den Dicken laufen muss, aber da hätte ich jetzt durch den Wald latschen müssen, wo ich nicht mehr genau weiß, wo lang. Da habe ich die Wege tatsächlich vergessen. Ja,
Ja. Ist gut. Lass mich mal durch. Will nichts von dir. Ich hab dir dein Zeug schon geklaut. Tschüss. So, probieren wir uns doch mal an diesen Kollegen hier. Autsch. Autsch. Gut. Ja, die kriege ich zumindest hinüber mittlerweile. Ich glaube, ich brauche mein Schild nicht für die. Sondern hau dem jetzt mit dem dicken Drachenzahn eins voll auf die Rübe. So, von hier gibt's nämlich irgendwie einen Weg. Von da bin ich auch schon lang gegangen, aber da weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, komm mal her, du. Ey. Kommt ihr einer nach dem anderen oder was ist der Plan hier? Ah! Nicht runterfallen! Autschi! Verklopp euch mit dem Zahn eurer Mutter. Nächster bitte. Autsch. Unnötig. Unnötig, Jungs. Scheiße, gegen zwei habe ich jetzt nicht so richtig Bock, ehrlich gesagt. Ja, deswegen. Fuck. Mist. Was? Warum bin ich jetzt hier wieder? Oh. Kann ich mich von dem eigentlich wegteleportieren? Ja. Nein, nicht schon wieder in die falsche Richtung laufen. So, und du gibst du mir mittlerweile 15 Flakons? Nee, ich weiß nicht, bei welchem Feuer ich mir 15 Flakons gegönnt habe. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Mit dem Bogen? Den Bogen kann ich nicht benutzen. Ach so, du meinst Pullen. Ken, grüß dich, hi. Ich habe mich dazu entschlossen, nur noch Ken zu sagen. Und nicht mehr Ken. Oder Kong. Kong. Ja, und zwar bin ich hier noch. Da sind so ein paar Drachen. Denen habe ich noch nicht aufs Maul gegeben. Die fehlen noch. Ich weiß nicht, ob ich damit das Herrschergefäß, die Ecke da aufmache, aber... Kencon. Genau.
Ja, ich habe keine Pfeile. Ich pull die einfach so, das geht schon klar. Das geht schon klar. Kann ich dem eigentlich auch eins auf die 12 geben? Der spuckt ja nur ein bisschen Gift durch die Gegend. Wenn ich das jetzt aber probiere, ist wahrscheinlich mein ganzer Loot weg. Wenn ich dir hier auf deine 10 hau... Oh! Ja, nee, okay, ich hab verstanden. Tschüss! Sorry! Entschuldigung! Ja, mit einem Bogen... Ja, das ist nix Wildes. Das kann man schon mal sagen. Aber der Sven, der wohnt hier bei mir ums Eck. Der wird nicht zu viel verraten, hoffe ich. Ey, komm. Nee. Scheiße. Da liegen 30.000 Seelenlagen da. Jetzt sind sie weg. Verdammt. Ah, ärgerlich. Och, Mann, ey. Ich bin doch da vorhin durch die ganzen, bis auf die letzten beiden. Da lagen 30.000 Seelen. Ja, ich weiß, verdammt. Och Mann, ey, ich bin doch da vorhin so schön mit meinem Drachenzahn. Wahrscheinlich waren sie jetzt angepisst, weil ich gesagt habe, ich verprügelt sie mit dem Zahn ihrer Mutter. Ich glaube, das hat ihnen nicht gepasst. Das wäre ein Level gewesen, das da unten lag. Jetzt ist es weg. Mist. Und ich weiß nicht mal, ob das der richtige Weg ist, die Boys da jetzt platt zu machen. Ja, Mann. Ich weiß nicht mal, was ich hier soll, aber egal. Stimmt, jetzt kann ich den Fetten versuchen. Hab nichts zu verlieren. Absolut richtig. Ich hau ihm mal auf seine Patscherchen drauf. Hallo! Schluck das! Aua! Aua! Ja, vergiss alles. Wow, hat einen englischen Wiki-Eintrag. Durch seine chronische Depression charakterisiert. Ja. Ah. Ach, Bernd, das Brot ist einfach... Bernd ist einfach super. War früher aber, als er neu war, einfach noch ein bisschen cooler, weil es halt so eine Überraschung war. Mittlerweile finde ich die Clips, die mit Bernd das Brot gedreht wurden, ja... Es geht, sie sind amüsant, aber es ist nicht mehr ganz so cool... Wie ganz am Anfang. Ganz am Anfang war es ja echt... War einfach neu und eine coole Idee und... Dieses leicht depressive Brot, das die ganze Nacht versucht hat, dem Fernseher zu entkommen. Großartig. Die Grundidee ist nett. Ja, richtig, genau. Das ist super. Der bleibt, glaube ich, die ganze Zeit am Leben. Der sitzt da so schön, der sieht auch ganz cool aus, dem fehlt sein halber Körper, was auch immer ihm passiert ist.
Der soll seinen Lebensabend genießen und da auf seinem Felsen chillen. Point-and-Click-PC-Spiel. Really nice. Der Brutzeldrache. Aua. Das war das erste Mal halt zu einfach. Deswegen musste mir jetzt eine Lektion erteilt werden. Dass ich doch bitte vorsichtig sein soll mit diesem Drachen. Komm mal her, du. Oh, kennen alle. Nice. Experte in Dark Souls und für Bernd das Brot. Ah, nice. Oh, Mann. Ah! Oh, Mist. Es muss halt ein Sprunger sein. Ein Springer sein, sonst mache ich zu wenig Schaden. Scheiße. Nicht gut. Ach komm. So, jetzt der nächste, bitte. Schande. Was passiert hier? Nein! Saufen! Nein! Dass der auch so ein Pattern haben muss, dass er fünfmal über mich drüber fliegt. Ey, ich will das jetzt noch machen. Ich will da noch hin. Ich will wissen, was dort ist. Hol die mit einem Bogen nach hinten. Ich mach das so, wie ich will. Ich habe keinen Bogen. Also ich habe einen Bogen, aber keine Pfeile. Ich habe nur Drachentöterpfeile und den Bogen dazu kann ich nicht benutzen. Und wie du sehen kannst, habe ich 0 Seelen. Kill die jetzt alle auf einmal. Schau mal in WhatsApp. Wenn du mir da dieses Spiel spoilerst oder mir Sachen zeigst, die ich nicht wissen kann in meinem aktuellen Playthrough,
dann will ich es nicht sehen. Bei mir geht es wirklich darum, diese Dark Souls Experience so mitzunehmen, so gut es geht, ohne Leute, die sagen, tu dies, tu jenes, spiel so, lauf dahin. Ich weiß, dass es geht nicht immer. Echt jetzt? Wow! Der steht in Erfurt rum. Ah! Eine Bernd das Brot-Statue. Nice. Okay. Letzter Versuch, Leute. Wenn es jetzt nicht klappt, ist schon spät genug. Dark Souls hält mich immer super fit. Ich weiß nicht warum. Dieses Spiel ist. Hat einen Sog und einen Bann. Eigentlich müsste ich hundemüde sein. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt werde ich müde. Na, so viel dazu. Ich will wissen, was hinter dieser gigantischen Tür ist. Mir fehlt, ich habe das Herrschergefäß, ich habe alle Bosse. Ich habe sie alle gekillt. Ich muss irgendwie einen Mechanismus öffnen. Glaube ich. Von hinter der Tür. Vielleicht. Keine Ahnung. Und so rein vom Pfad her. So von der... Wo ich hier langlaufe, könnte es passen. Blöder Drache, hör auf, mich zu beißen! Dämlicher Drache. Gibt's irgendwo, glaube ich, da oben ein Feuer. Das ist, glaube ich, näher dran, aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Autschi. Schön, dass ihr heute da wart. Es hat richtig viel Spaß gemacht.